Hier. Einfach mal jetzt ein paar Fragen. So. Ähm, was war dein erstes Auto? Gekauft? Ja. 7er. 7er BMW 47er. 47er. Wann? 2009. 2009. War nicht schlecht, Alter. Ähm, deine krassen Schuhe in der Jugend? Joan Elver. Ähm, hast du dir selber geholt oder irgendwie? und irgendjemand gesehen und gesagt oh geil und so ja ich habe die bei Hengst gesehen Alter. Und dachte mir boah der Wichser der war auch schon krass Trendsetter damals ja ne? nimmer, nimmer. Hengst und Aldo immer du Ä hast aber damals schon so ein bisschen so war dir ein bisschen mehr egal ne du hast schon teilweise Dickies getragen und so aber du warst jetzt nicht so immer hinterher ne nein ich war immer ich wurde immer als, äh, als jüngster Bruder immer zurückgehalten also ich ich durfte nie irgendwo mitkommen ich habe mich immer irgendwo äh, reingeschleust undercover aber die wollten mich nie dabei haben ich war immer so das Nesthäkchen äh, bloß keine Probleme, dass er Probleme, also dass ich Probleme kriege, weil dann hätten meine beiden Brüder immer Anschluss von meinen Eltern bekommen. Deswegen war immer so, ey, wir müssen aufpassen. Ähm, du hast sehr viele Tattoos. Ja, es denn irgendwie? Willst du ein paar Bedeutungen sagen oder was sich besonders? Äh, äh das ist mein äh, Flair-Logo. Hier steht Agro, ist ja klar. Hier steht Make History Before You Go. So so. Make History Before 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 Go. Bevor you go. Also bevor, mach, ja. schreib Geschichte, bevor du stirbst, heißt es. Dann habe ich hier Benjamin Franklin, weil wenn ich meine Uhr trage, die auf rechts, Zeit ist Geld. Deswegen habe ich hier Benjamin Franklin und <laughs> wenn ich hier meine Rolex-Uhr trage, dann Zeit ist Geld. Relativ. <laughs> da da hatte ich Langeweile. Das war, war so ein ami äh, tatto typ denn ich wollte unbedingt was von dem haben. Dann habe ich hier so ein äh, Wappen äh, mit all meinen Logos, mit dem Agro-Logo, mit dem alten Flair-Logo, mit dem neuen, mit dem Berliner Logo. Dann halt so ein Adler. Da sieht man so. Wie sieht man das? Keine Ahnung. So haben sehr ja auf vielen Fotos. Hier steht Berlin, äh, hier alles Geldscheine, Patron. Du Fanboy! Hier habe ich so einen Totenkopf mit, äh, da steht äh, Money never sleeps. Das ist ein äh, Spruch von, kennst du den Film Wall Street? Ja. So, da, so der Untertitel Money, also Geld schläft nicht, so mhm. nach dem Motto, so der Totenkopf halt so, Menschen sterben, weißt du, aber im Endeffekt, Money never sleeps, das Geld schläft nicht. Du musst immer, immer, du, du kannst nicht schlafen, wenn du dem Geld hinterherjagst. Ist so ein. So, so, soll, soll, soll dafür stehen, so nach dem Motto: wir rennen dem Geld hinterher, aber am Ende sterben wir und es ist. Weißt du, was ich meine? so Der Hustle ist zwar da und der Hustle ist, der Hustle ist hart, äh, aber im Endeffekt äh, im Endeffekt äh, raucht man sich auch daran auf. ein bisschen, ja? habe ich noch? Ich habe hier Psalm 23 auf der Brust. Psalm 23 war damals meine erste Modelinie und ich mag den Psalm. Den hat Biggie auch tätowiert, diesen ganzen Spruch hat er. Was war dein erstes Tattoo? Argo Berlin. Gleich hier, bam, alles voll. Jetzt, ich lasse ja alles weglasern jetzt wegen Film. Wegen Film oder auch, weil du sagst, ey, ist jetzt out, weil alle jetzt Tattoos haben. Ich würde auch gerne mal wieder neue machen, so, aber erstmal weglasern lassen. So. Erstmal komplett verwandeln. Echt, ja? Ja, ja. Geht doch schnell. Tut sowas weh? Ja, geht. Also. Geht nicht einfach so, ich, ich mach's mal schnell weg, sondern da muss man schon ein bisschen... Da musst du dich schon kümmern, da kaufst du dir so ein Gerät und machst es dann halt jeden Tag. Ah, okay. du die Geräte kannst du auch kaufen. Wow, okay, krass. Äh, Meinung zu Elektrofahrzeugen. Was, findest, findest du das cool oder findest du mehr Benziner besser, wie sieht die Zukunft aus? Ich haben? liebe natürlich AMGs und, und ich habe noch nie ein Elektrofahrzeug jetzt gesehen, live auf der Straße, wo ich gesagt habe, boah, den will ich mir kaufen. Aber meine, ist mir doch egal, wenn, die, wenn der Trend dahin geht, dann würde ich mir auch einen miesen Elektrowagen holen. Am Ende, wenn der Komfort stimmt, wenn der Style stimmt, wenn besser ist für die Umwelt, meine Güte, wenn da was Wahres dran ist, ist doch schön. Ich bin da voll in Spach. Wenn, wenn irgendwann S63 äh, Elektro kommt, geil. Was war dein erster, erster Job, wo du dein Gehalt auf dem Konto bekommen hast? Mein erster Job, wo ich viel Geld auf mein Konto habe, war agro Berlin. Okay, und davor? Nichts, Ich habe nie gearbeitet kam mir aus dem Heim, habe meine Ausbildung gemacht, habe die Ausbildung abgebrochen und bin dann gleich Rapper geworden. Dicker, was wäre, jetzt mal ohne Spaß, was wäre denn aus dir geworden, wenn das nicht geklappt, wenn irgendeine Sache in deiner Vergangenheit nicht dich irgendwie zu Agro geführt hätte? Wie wäre dein Werdegang dann? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sagst du nicht manchmal, ey Dicker, wäre das nicht passiert, wäre ich vielleicht da gewesen. ja, es ist ja ich bin ja erstmal ins Heim gekommen und das war ja erstmal was schlimmes, wo ich dachte, boah, ich bin jetzt im Heim und es ist was schlimmes in dem Sinne, habe ich mir aber auch nicht weiter Gedanken gemacht und das hat mich ja dazu gefühlt, dass ich Bushido kennengelernt habe. Mhm. Und er dann halt gesehen hat, okay, ich bin voll der Hip-Hop Typ und so und ich kann malen und ich bin voll im, ich habe voll den volles Interesse daran und so. Das ist im Leben so, schicksal. Hat's Hier du passiert das? was Schlimmes, du denkst auch oh, voll schlimm und das trägt dazu bei, dass. Ja, ja, dass dein, dein, dein Werdegang trotzdem so äh, verläuft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das, dich das gefragt habe oder rausgehört habe, aber wer hat den Kontakt zu Agro gehabt? Er, du, er, Bushido oder beide? Nein, nein, also die ganzen Untergrundrapper sind ganz oft zu Bushido gekommen und haben da aufgenommen. Frauenarzt, taktlos, dann noch die Sekte. Und weil Bushido halt da Beats gemacht hat, hat Sido irgendwann gesagt, okay, ich will Bushido bei Agro Berlin haben für Beats. Und in der Zeit habe ich ein bisschen gesprüht, dann wieder ein bisschen mal gerappt, hin und her. Und irgendwann hat halt dann Bushido gesagt, ey, äh, komm mal mit und so, ich habe keinen Bock da alleine. Hengst und Orgi wollten nicht. Die haben gesagt, das ist uns zu so kommerziell. So, wir wollen lieber Underground, Underground, Underground bleiben. so. Und, äh, und diesen Kontakt zu Agro Berlin hat Bushido hergestellt. Aber sobald es dann darum ging, dass da... Irgendwie bei agu Berlin Welle zu machen, so hat er ja nur, ging es ja nur darum, dass ich mir die ganzen Titel ausgedacht habe, die Kreativität hatte, einen sehr, einen sehr großen Teil an der Kreativität, er natürlich auch, ja, müssen wir real sein, so, aber das ging dann, das ging dann bei agu Berlin nicht so, dass er gesagt hat, ey, Flair muss jetzt mit dabei sein und dann wollten die das, sondern ich musste mich bei denen erstmal beweisen. Mhm. Welche Reiseziele hast du? Also jetzt nicht Videodreh, sondern wirklich privat Reiseziele, wo du sagst, ey, da will ich auf jeden Fall hin, da war ich noch nie. Überall, äh, überall keiner. Was? Worauf legst du Wert? Willst, muss der Strand geil sein, muss ein Sandstrand sein? Ich will, dass sein. da Fitnessstudio ist, krasse Hotelanlage, vielleicht noch ein paar Stores in der Nähe, ein bisschen shoppen gehen, so halt. Bist du eher so einer, der sagt, ey, ich will mein Bungalow haben und dann äh, Leute, äh, die mir Essen mal essen bringen, oder willst du so ein äh, Hotel ich bin gar nicht, ich bin, Hotel, ich bin gar nicht der Strandtyp. So am Strand liegen und so ist ja voll abtönen, voll langweilig. Mal kurz an den Strand gehen, reingehen ist geil, ein bisschen rum chillen, Sonne geil so am Strand. Auch mal ein bisschen in der Sonne liegen, aber lieber Hotel am Hotel. Ich war in Miami, äh, da ist äh, diese, diese diese Hotelanlage und davor ist der Strand. Ich war nicht einmal am Strand. Ich bin da mal hingelaufen, ja, weil ich dachte, boah, hier ist Miami, der Strand von Miami, krass so aber ich bin dann wieder Hotelanlage hat mich stellen gelegt und sowieso. Ein okay, und du hast dann keine Probleme, sage ich mal, mit anderen äh, Leuten dort am, am Pool nein, zu chillen nein, gar oder willst nicht. du deinen eigenen Pool haben so? Nein, ich ich du brauchst meine Leute um dich rum. Nee, brauch ich gar nicht, nee, besser nicht. Okay. Wenn du einen riesen Pool hast, für ich alleine Jackpot. Okay. Wenn ich irgendwo im Ausland bin und ich weiß, da erkennt mich keiner, dann bin ich auch ganz entspannt. Da kann ich da kannst du da laufe ich, ich ich laufe durch New York, laufe ich tagelang einfach nur alleine oder mit Begleitung so lauf da rum, gucke mir alles an, will was sehen. So, wenn ich so hab, hab bin froh, dass ich dann privat bin. Ja, cool. Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen? Wenn ich so Scheiße essen darf oder wenn ich so die Diät mache? Nee, egal. Egal. Was? was du jeden Tag essen kannst, wo du sagst, Alter, ey, das ist einfach, das kann ich mir immer gerne. Burger. Burger, ja? Burger vom Bürgermeister. Pizza auch. Aber was ich wirklich jeden Tag kontinuierlich esse, wegen Diät ist halt so Entrecôte, krasses Fleisch. Okay. Ja. Grill, fertig. Das, ja. Ein bisschen Salat. Fertig. Das ist auch sehr geil, ja. ja. Ähm, welche Modemarken entwickeln sich negativ deiner Meinung nach? Aktuell oder dass ich jetzt sage tendenziell so schlimm, dass man die nie wieder Ja, die bald kann. dann out werden. Wo du sagst, ey, wenn die jetzt, jetzt ja, Gucci ist jetzt gerade die, die letzten da die Adidas Collab und davor jetzt die letzten Male war Gucci jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, das braucht man, aber die kommen halt wieder. Louis geht immer, das ist so so richtig out. Pff. Dior ziehe ich auch nicht mehr an, weil... Nee, das ich sag mal ist. so, South Pole... Äh, Ach, diese Arme, pff, ich was? meine, aber die kommen jetzt wieder irgendwie. Meinst du, die können sich etablieren oder gibt es eine Marke, Klar, die jetzt gerade... All, alles kommt... Avirex ist zurück. Avirex, es gibt in Amerika das jetzt... Es waren das diese Lederjacken, ne? Ja, es gibt... Das Army Avirex ist jetzt zurückgekommen. Was? Prime Angels ist durch, ja. Gibt es jetzt eine persönliche Frage, gibt es irgendwie eine... Beziehung äh, weiblich, männlich, wo du sagst: Alter, scheiße, habe ich mich damals scheiße verhalten, vielleicht, äh, ich bereue es einfach, diesen Kontakt nicht mehr äh, äh, mit ihm zu haben oder mit der zu haben. Weißt du, manchmal ist man ja stolz, dann irgendwie streitet man sich, äh, ob mit Freundin oder Freund, und dann sagt man am Ende: Mann, eigentlich behindert, wer der heute jetzt noch bei mir wäre, cool. Na, äh, bei, nee, bei mir ist es auch so, wenn ich mich, wenn ich, sogar mit Leuten, die, die immer cool waren, wo, und wo man einfach so dann irgendwie einen Cut gemacht hat, oder es gab irgendwie einen Cut, ich hab nichts gegen die Leute. Also ich hab, bin dann auch nicht so jemand, der dann sagt, also wenn ich schon meinem Herzen weiß, derjenige, die haben vielleicht gerade keinen Kontakt, er denkt vielleicht gerade, ich bin sauer oder ich müsste mich vielleicht mal wieder melden oder wer macht den ersten Schritt? Das ist das ist so ich habe generell, wenn mir niemand was getan hat und man hat keinen Kontakt, heißt nicht, dass ich was gegen den habe. So nach dem Motto, ja, du bist mir nicht, du hast jetzt nicht so gemacht, wie ich wollte und deswegen bist du jetzt mein Feind. Sowas habe ich gar nicht, wenn gibt Leute, mit denen habe ich keinen Kontakt, aber wenn ich irgendwo die sehe oder ich oder jemand anderes hat mit den Kontakt ich rede dann nur gut über die Leute weil nur weil was ging nur weil es nur irgendwie nicht so lief wie ich wollte oder weil das die Freundschaft vielleicht mit Business war und es nicht so geklappt hat heißt nicht dass ich dann sauer auf denjenigen bin generell so nicht und äh, wenn 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 es wirklich darum geht dass ich mit Leuten Kontakt haben will weil die mir was bedeuten und sowas oder weil ich dann denke ich habe einen hab Scheiße gebaut und dann mache ich es direkt hm. ich, ich brauche da nicht lange rumüberlegen. Also weißt du, wenn ich jetzt ich streite mich heute mit dir und am nächsten Tag denke ich so, Mann, war nicht cool du rufe ich gleich an. Ja, oder okay, wenn mir, also du bist nicht nachtragend, sondern der deine Meinung. Nein, vertritt, nur, sagt, Oder auch wenn, oder auch wenn, äh, wenn, wenn äh, noch cooler ist, wenn du Freunde hast, du machst irgendwas, du denkst sogar in dem Augenblick, du warst, jetzt, es war jetzt gar nicht so schlimm und derjenige kommt dann und sagt, dir, ey, hör mal zu, Dicker, ich fand es nicht okay, bla, mach mal bitte nicht so und hin und her. Und dann kann ich sagen, ey, Bro, ich habe es wirklich nur gemacht, weil ich dachte weil, keine Ahnung, entweder wir reden manchmal ein bisschen krass oder wir, wir, sind, wir machen auf cool. Aber wenn mir das ein, einer dann direkt sagt, dann, dann sage ich, ey, guck mal, cool, dass du es mir gesagt hast, tut mir leid. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen so crazy. Ich bin vielleicht auch manchmal so auf meinem Film, aber ich bin kein Unterdrücker. Das heißt, wenn ich irgendwo dir was getan habe in der Öffentlichkeit oder so, und du kommst jetzt zu mir und sagst, guck mal, Flair, du hast da was gemacht, was nicht okay ist, weil ich habe dir nichts getan und du, warum machst du das und so hin und her, finde ich nicht korrekt. Und so, dann sage ich gleich, hast du recht, macht man nicht. Tut mir leid. Also nicht jeder nicht... da draußen ke kennt die Art, wie wir manchmal sind mhm. wie Berliner, wir ticken anders manchmal. Und wenn dann derjenige dadurch irgendwie so Shitstorm abbekommt, oder Leute ihn so ein bisschen dann halt sagen, guck mal, du hast dich da opfern lassen oder Flair da was über dich gesagt. Oder, oder ich habe ein gutes Beispiel, zum Beispiel, äh, ein anderes Beispiel, zum Beispiel Savage. Äh, Savas und ich, also Savage ist für mich jemand, Alter, ich bin ein groupie von Sawasch. ich bin ein mega Fan von Savage. Wir sind über die Jahre, hat er, er ist der King, er ist Deutschraps King. Er hat über die Jahre aber gemerkt, okay, dieser Flair, der bei Agro Berlin war und so, der hat seinen Werdegang gemacht, der ist voll der Hip-Hop-affine Typ, den, der, der mag Hip-Hop, der mag diese Werte. Er hat irgendwann mir meine Anerkennung gegeben und hat mir meinen Respekt gegeben und irgendwann sind wir sowas wie Kollegen oder Freunde geworden. Und dann gab es auch Sachen, er, er hat was gehört irgendwo, bla, und da habe ich, hab ich wirklich mich ab, abwertend über ihn geäußert. Aber ich habe es in dem Augenblick nur gesagt, weil es in diesem Gespräch so, ich habe... Einfach nur nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe hab einen coolen Spruch, ja ja, Savasch ist so, ja ist halt so nix krasses, Ich habe nicht gedacht, du HS oder oder der ist ein Opfer, sondern ich habe nur so, ich habe nicht, ich habe, der Typ ist erstens der Grund, warum ich rappe, Zweitens ist er immer korrekt zu mir gewesen. Wenn er was nicht machen will, dann sagt er es direkt, er schuldet mir nichts. so. Ja. Und dann habe ich trotzdem so auf cool geredet. Und dann hat, dann, dann, dann habe ich über jemand anderen mitbekommen, dass er das gehört hat. Und dann hat er demjenigen gesagt, ey, und so, ich bin voll enttäuscht von Flair. Und Savas ist so nicht so jemand, der dann sagt: Ja, ich fick ihn jetzt oder er ist ein Bastard oder hell. Äh, sondern Savasch ist, 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 ist ein sehr, sehr menschlicher Typ und sagt: Bro, warum sagt er so? Ich, hab, ich mag ihn und warum redet er? Also, er sagt im Endeffekt 100% die Wahrheit und mhm. ich habe in dem Augenblick zu, auf cool geredet. So. Und dann habe ich ihn angerufen, ich habe eine halbe Stunde ihm gesagt: Bro, Alter, Ey, du hast vollkommen recht. Es ist auch noch öffentlich gewesen. Das heißt, du hast doppelt recht. Das ist doppelt scheiße. Ich kann das voll verstehen und egal, was ich machen muss, damit, du, damit ich dir wieder das Gefühl gebe, dass du merkst, ich bin korrekt, ich bin kein Hinterlistiger, ich habe den größten Respekt vor dir, ich will nicht, dass du schlecht von mir denkst, habe ich ihm gesagt, sag mir, was ich machen soll, Dicker. du hast auf 1000% recht, Alter. Und am Ende des Tages ist es diese, was mich, was, was mich selber enttäuscht hat, an mir selber ist, Bro, ich kacke schon auf viele Rapper. Ich kacke schon auf viele Rapper, du weißt, wir kacken schon auf jeden. Aber auf Savage kacken wir nicht. Weil Savage ist, ist genau wie Frauenarzt. Leute kommen zu mir und sagen, ja, Frauenarzt hat einen Song mit Bones gemacht. Wie, äh, sagt sag mal was dazu und das und, ne? und Frauenarzt war, war ein Monat vorher, bevor er mit dem Song mit Bones rausgekommen hat, war er bei mir im Studio. Mhm. So, und wir haben einen Song gemacht äh, für meinen Soundtrack und so. Und ich, ich sage zu den Leuten, Bro, das ist Frauenarzt. Soll, jetzt Frauenarzt. soll ich jetzt bei Frauenarzt anrufen und sagen, mach keinen Song mit Bones, seid ihr behindert? Ja, ja. Die rappen ja. nur wegen Frauenarzt. Ja. Wenn einer meiner Künstler einen Song mit irgendeinem anderen Typen machen will, wo ich ein bisschen mitquatschen kann, dann sage ich natürlich, ey, Bro, guck mal. Wir haben, hier, wir haben hier eine Struktur, wir haben hier, einen, wir haben hier eine Agenda, wir haben hier unsere Freunde, wir haben unsere Feinde. Bro, guck mal, das ist meine Politik, das ist mein Ding so. Aber ich kann nicht zu einem Frauenarzt gehen, der über mir ist. Ich rap wegen Frauenarzt, ja, ja, ja. weißt du? Und dann sagen, ey, Frauenarzt, ich bin voll enttäuscht von dir, Alter. Du hast mit mir gerappt und eine Woche später mit Bones. Und dann das ist dieses Hip-Hop-Ding ist weg. Das Versteher. ist macht keinen Sinn. ist auch Sinn. verständlich, ja. ist ja. auch verständlich. Und Sido aber genauso. Sido genauso. Also, weißt du, der sagt mir Red Bull Sound Clash, er sagt zu mir, komm da hin. Ich, mir ist das alles egal. Und, äh, und, und deswegen, wenn, wenn Silo dann kommt und dann äh, hat der, äh, die Manage-, der Manage-, das Management von Silo mir gesagt: ey, Silo will, dass du kommst und so, dann sage ich auch nicht: ja, ich will Geld. Mhm. Oder nein, ich komme nur dann, wenn das so und so ist. Zum Beispiel b und Tony, die haben ja abgesagt. Weil die irgendwelche, irgendwelche Sachen am Laufen haben. b ist irgendwie unzufrieden, keine Ahnung was. Cat ist gekommen, so und ich, ey, auch Cat, ich habe mit Cat. Kein schlechtes Verhältnis, aber auch kein Gut. Ich kenne Cat nicht. Ich, ich, dann dann sehe ich Cat da und dann, dann würde ich niemals dann so einen auf. Viele haben auch gesagt, wo machst du nicht Cat Props geben? Ey, Leute, ich war da wegen Sido, wegen Bosser. Wenn Cat mit auf der Bühne steht, sorry, dass ich nicht dann auch sechsmal Cat gesagt habe, aber Cat ist für mich in dem Augenblick, wo wir auf der Bühne stehen, sind wir alle alle Kollegen. Profi, das ist professionell. Cat ja, ja, kommt, hat Grab, bla. Ob dann Cat in, 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 in den anderen Bereichen ihrer Karriere dann halt ihr Ding macht und bloß ihr Ding, so hin und her. Ich mache mein Ding und das sind aber für, ist für mich dieses Legacy Ding. Wir haben eine gemeinsame Legacy und auch wenn wir nicht jeden Tag telefonieren, man sieht auch hinter den Kulissen sind viele Leute da, die habe ich Jahre nicht gesehen, aber die haben sind mit mir durch dick und dünn gegangen. Die Securities, die da sind, das Management, du weißt doch der Manager von dem, der Freund von dem, der Freund, keine Ahnung was so Profi Shit, Alter, da geht man rein so und macht sein Ding denn Jihad äh, kennengelernt oder wie hast du ihn zur Agro geholt? Jihad wie, wie, wie? kenne ich seit der Heimzeit. Ich kenne Jihad seitdem ich in Zehlendorf, das ist so eine, so eine gute Gegend in Berlin, da war ich halt in Wannsee im Heim und er ist halt in Zehlendorf aufgewachsen und er war schon in meiner Schulzeit da mit den ganzen Sprühen unterwegs. Der war halt einer der wenigen, der auch so teilweise so äh, äh, gut mit allen klar kam so, aber dann auch irgendwie wieder so auch manchmal so ein bisschen so sein eigenes Ding gemacht hat, so ein bisschen für sich war. Und dann gab es halt echt Zeiten, da haben wir zusammen gemalt, dann auch wieder nicht, weil er war auch jemand, der damals schon so ein bisschen hänger war. Also, er, ich war ja voll auf Hardcore, ich wollte jede Nacht rausgehen und wollte mollern und so, wollte fleißig sein, wollte mir nah machen. Und er hat dann mit dem mal eine Crew gehabt, mit dem eine Crew gemacht, hat ein bisschen, da ging es bei ihm auch schon mehr um Kiffen und um Chillen so. Mhm. Äh, und, und dann haben wir uns jahre, jahrelang dann wieder nicht gesehen, dann habe ich mit anderen Leuten da Alarm gemacht, die, die aktiver waren. Ich habe mir halt immer die Leute gesucht, die auch aktiv sind, ne, die Action machen. Und dann Jahre später irgendwann, äh, hat er mir seine Raps gezeigt. Dann hab, dann, er war voll überzeugt von seinen Raps. Da habe ich schon so gedacht, ey, Bro, Dicker, du raps schon die Scheiße, aber die Songs sind Kacke. so. Komm, wir machen mal was anderes zusammen und hin und her. Und dann habe ich ihn ganz schnell so rangeholt, auf Jump-Jump geholt und dann ist das Ding geknallt. Aber er ist auch krass geflogen dann. Also, okay, also kann man mit dem Erfolg nicht klar sozusagen. Ja, also, es gab sehr viel Streit rein mit uns beiden. Mit Silla aber auch. Die waren, gar, die waren so auf der einen Seite voll unsicher und dann waren die wieder voll. Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dann kam der Erfolg, dann hatten sie einen Hype und dann hieß es nach dem Motto, so, ey Digga, du hast mir jetzt gerade nichts zu sagen, Alter. Ich bin, ich bin Fame. Ja, er, er hat dann irgendwann gesagt, er ist direkt bei Agro Berlin und weil er bei Agro Berlin ist, braucht er jetzt mit mir nicht mehr reden. Er hat nicht, er hat nicht verstanden, dass ich seine Gang bin. Er hat dann einen Song mit Sido gemacht, er hat Sido ihn natürlich auch gefeiert. Und es war immer so bei Argo Berlin, wenn Sido jemanden gefeiert hat, dann waren die Leute natürlich so von mir weg und sind zu Sido gegangen. Naja, ja, verstehe. So, ganz, egal, ob es Produzenten waren, egal, ob es Rapper waren. Aber ich dachte mir teilweise, es ist doch okay so, weil Sido ist der, der, der Commander, der, der, der Oberste. So. Ja, trotzdem, aber da, man muss ja trotzdem irgendwie, also so bin ich immer, trotzdem loyal bleiben, Alter. So, weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, du hast mir die Tür geöffnet. Wer jetzt behindert, ist genauso. Wenn ich, ich streame jetzt mit dir mir gehen Türen offen und dann morgen äh, chill ich mit sag Knossi zu mir Dicker, komm jetzt zu mir im Stream und ich sag zu dir Dicker, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin Fame, würde ich niemals machen, würde ich ja, sagen. Das Alter, ist Dicker, aber, das ist aber, kannst du nicht von vielen Leuten erwarten. Das ist so richtig, äh, das ist schon krass. Wow. wow, Leute, was war das für ein Video, Alter? Ja, Dicker, willst du schon wieder sagen? Was soll ich denn sonst sagen? Was ist, wenn das Video gar nicht krass war oder wenn es traurig war? Was machst du denn dann? Okay, dann mach du doch, Alter. Warum sag ich das mal? Ja, weil du bist doch anscheinend der Profi. Das ist doch dein Scherz. ich rappe mach Klamotten, was soll ich noch machen? Okay, mal? ist egal, ich mach's jetzt für dich besser, okay? Hallo Leute, vielen lieben Dank, ja, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert meinen Kanal und die Benachrichtigungsglocke, klickt drauf, klack, 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 klack. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein.